Das hier ist der Kölner Eigelstein. Also nicht dieser Mann mit dem Kindermann. Weil es mir hier richtig gut gefällt, möchte ich euch... Ich bin in Köln vor dem Eigelstein und ich habe noch nie eine Stadtführung hier gemacht, deswegen kann ich euch jetzt nicht die offiziellen... Ja, also bitte. Wir filmen hier. Ist auch gut mit der... Oh, standest du da drin? Oh! Das ist auch geil. Ich stand während der Anmoderation in einem Haufen Scheiße. Und oh Gott. Oh Mann. Das hier ist der Eigelstein. Ich stehe hier in Köln in einer meiner absoluten Lieblingsgegenden. Nicht, weil es die geilste Gegend ist, nicht, weil ich jede Gegend hier richtig gut kenne, sondern einfach, weil ich hier in der Nähe lebe und ich bin ziemlich faul. Am Donnerstag beginnt Karneval. Das heißt, viele von euch werden vielleicht zum ersten Mal Köln besuchen. Und damit ihr nicht ewig lange rumsuchen müsst, wo es am schönsten ist, wo man den leckersten Kaffee, das beste Brötchen kriegt, zeige ich euch mal meinen Eigelstein. Warum heißt es eigentlich Eigelstein? Fragt sich niemand, weil es allen egal ist. Aber ich habe natürlich in sehr gut ausgebildeter Moderatorenmanier ein bisschen Recherche betrieben. Das hieß früher tatsächlich Eichelstein. Und Eichelstein bezieht sich überraschenderweise nicht auf etwaige Geschlechtskrankheiten, die man da ein paar Meter weiter in der Puffregion Kölns sich einfangen könnte. Sondern es gab irgendwie auf den Gräbern hier bei den Friedhöfen so Pinienkerne aus Steinen. Und weil Kölner faul sind und nicht unbedingt hyperintelligent, haben sie einfach gesagt, ja, Pinienkern, nee, das ist eine Eichel, die ist aus Stein, Eichelstein. Das hier ist das Café Schmitz. Aufmerksame Zuschauerinnen und Verfolgerinnen von unserer Arbeit kennen das natürlich schon, weil wir hier mal einen Karnevalstream gemacht haben. Für alle, die nicht wissen, worauf ich jetzt anspreche, hier eine kleine Rückblende. Warte mal, ich packe sie mal so Teletubby-mäßig auf meinen Bauch. Ist ein super Ort, wenn man was Herzhaftes frühstücken will oder wenn man was Süßes zum Mittag essen will, weil ich glaube, sie bieten Brunch-Sachen an bis 15 Uhr. Café Schmitz ist im allerbesten Sinne immun gegen Trends. Also du kommst nicht rein und dann sind plötzlich Brasilienwochen und es gibt eine Acai-Bowl links reingeklatscht und einen Tapioca-Pfannkuchen rechts. Sondern es gibt hier halt so Dinge wie ein Spiegelei mit Brot und Butter. Und das können sie aber richtig gut. Ich finde, die Produkte haben gute Zutaten. Es ist eine nicht zu große, aber auch nicht zu knappe Auswahl. Es gibt glutenfreie, es gibt vegane Optionen. Es gibt sehr, sehr leckere tagesaktuelle Angebote immer. Und also vielleicht bin ich da oldschool, aber die Menschen, die hier arbeiten, sind echt einfach richtig nett. Ich hole mal schnell den Kinderstuhl, weil der richtig, ist ein absolutes Highlight. Wenn ich hier mit entweder dünnen einjährigen oder regulär großen nulljährigen Kindern, die schon sitzen, kommt, dann müsst ihr unbedingt diesen Kinderstuhl bestellen. Das Kind weint jetzt, weil ich ihm seinen Stuhl weggenommen habe, aber hey, die Klicks generieren sich nicht von selbst. Ich finde, es hat so was Klassisches, also mit dieser Theke, die einfach so in der Mitte ist. Es wirkt so ein bisschen wie aus den goldenen 20ern. Das ist wirklich das Gegenteil von so einer Schnickschnack-Bude, wo dann noch so mit Bast irgendwelche komischen Theken dekoriert werden. Es hat ja gar keine Dekoration. Also es hat glücklicherweise eine schöne Grundstruktur, architektonisch, aber das war's. Ich glaube, wir waren hier schon an zwei oder drei Geburtstagen. Also sowohl an meinem Geburtstag letztes Jahr, als auch an deinem letztes Jahr. Stimmt. Wenn ihr hier euren Geburtstag feiern wollt, dann sagt einfach, hey, ich habe Geburtstag, ich würde gerne feiern. Ist das möglich? So haben wir es zumindest gemacht. Oh, sehr gelb alles heute bei uns. Ja, die goldene Milch. Dankeschön. Ausnahmsweise mit etwas Weißem. Prost.
Das mag ich an unserer Beziehung, dass wir uns immer noch so wie am ersten Tag respektieren und den Durstbedarf des anderen würdigen. Ich glaube, wir sind gerade unserem ersten Date an den Schippen gegangen, oder? Ja. Bei unserem allerersten richtigen Date hat Thomas mich zum Frühstücken eingeladen und er hatte, weil es in Zürich war, am Abend davor hatten wir noch einen Auftritt gehabt und er hatte Bargeld gekriegt und ich glaube, er hatte 120 Euro dabei und die Frage war dann, reicht das? Weil als Deutscher in der Schweiz weiß man nie, was wie viel kostet und ich dachte, ja, jetzt chill mal, so teuer ist es hier nicht. Und wir haben, glaube ich, jeder eine halbe Avocado mit ein paar roten Schalottchen rüber geschnippelt bestellt, einen Kaffee und eine ganz, ganz kleine Eierspeise. Ich glaube, das Geld hat nicht gereicht. Das war lecker, aber ich habe immer noch Scheiße am Schuh. Deswegen möchte ich jetzt noch ein bisschen spazieren gehen. Das ist nicht mehr das Eigelsteinviertel, aber wir gehen jetzt zum Friesenplatz ins Café Saurus. Nom, 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 nom. Leider ist es halt so geil, dass es auch immer super voll ist. Weil in Köln gibt es tatsächlich neben dem Café Saurus kaum richtig gute Frühstückslokale. Aber da wir zwei schlaue Füchse sind, haben wir uns angemeldet und dürfen an der Schlange vorbei. Ihr seid doch nicht broke, oder? Der Laden ist litty like a fucking titty. Das ist mega krass. Hier werden die Euro-Scheine über die Tische gehen in die Tasche vom Chef. Korrekt. Also Chef ist nicht broke, aber die Kellnerinnen und Barista standardmäßig. Arbeiten in der Gastronomie ist halt so. Deshalb gerne mal hier. Aber es muss, die Münze muss durch den Korb geworfen werden, sonst zählt das nicht. Ach so, alles klar. Ich habe leider keine Münzen mehr, aber... nur Scheine, ne? Ja. Läuft bei dir? Ja, okay. Vielleicht kann ich einen Bitcoin reinschmeißen. Komm, ich hab's halt, ne? Ich würde dir gleich ein 10-Cent-Stück geben. Es gibt Gäste, die schaffen das von der Säule da vorne aus. Das ist, was sind das? Anderthalb, zwei Meter? Wahnsinn. Ja. Mit einem 10-Cent-Stück. Ich schaffe das. Hier drauf, zack, und hier rein. Und dann zählt das auch erst. Krass. Nee, ich schick's dir lieber per PayPal. Nicht. Das ist mir zu kompliziert. Ja, dann warten wir das Wetten, dass hier auch mal rumkommt. Ja, dann machen wir das so. Dann kriegen wir so eine flippige Brille mit so Dinosauriern und Kaffeetässchen. Genau, dann siehst du nichts und musst trotzdem treffen. Ja, so perfekt. Machen so machen wir's. Wieso seid ihr so gut? Was ist los? Also zumal unser Kaffee kann eine Menge. Ich finde den Kaffee hier wirklich sehr hervorragend lecker. Und wir sprechen das ganze komplette Publikum eigentlich an. Egal, ob du jung bist oder alt bist, der Kaffee ist immer solide und schmeckt ganz geil. Warum schmeckt er so geil? Das sind Schweiß und Tränen der Mitarbeiter. Ah ja. Ich denke, die Liebe kommt natürlich auch raus vom Chef beim Rösten. Also Liebe vom Chef und Tränen der Mitarbeiter. Ist vollkommen richtig. Ich denke, ja. Geil. Es klingt so ein bisschen Manson-Family-mäßig, aber den Vibe bringt es eigentlich so gar nicht rüber. Dann arbeiten wir nochmal dran, Entschuldigung. Ein Getränk für mich, ein Getränk für Thomas und was Kleines zu essen, was es nur hier gibt. Was Süßes oder was Salziges? Egal, kein Gluten und keine Milch, bitte. Ist so. Leute liebe ich ja auch, ne? Finde ich klasse. Finde ich richtig super. Schön, dass du da bist. Ja, pass auf, machen wir. Also keine Hafermilch hier für dich. So, hier Hafermilch. Ach, Hafermilch geht auf einmal. Da ist kein Gluten drin, es kann nur Spuren enthalten. Achso, Spuren sind noch. Ja gut, machen wir. Dann haben wir hier vorne einen Platz für euch. Ganz schön sassy, diese Lisa. Aber ich mag es. Boah, ich glaube, das ist perfekt für Leute, die entweder auf eine angenehme Art besoffen sind oder auf eine unangenehme Art high. Was wir natürlich nicht gutheißen auf diesem Kanal, weil das ist nicht legal in Deutschland. Aber falls ihr im Ausland Marihuana konsumiert haben solltet und dann sehr, sehr schnell hierhin geflitzt seid, dann nehmt das. Das ist so eine Zuckerfettkeule, die euch wieder auf die Erde katapultiert. Was ich nicht verstehe, ist diesen ganzen Dinosaurierbezug. Also wieso? Ja, das ist halt einfach so ein Ding. Aber ich finde es gut. Jedes Café braucht es. Ich hole mal die Lisa her. Lisa, nimm mal schnell Platz neben mir, bitte. Kannst du? Darfst du? Ja? Ja, perfekt. Ich habe ein paar inhaltliche Fragen. Warum
Der Saurus. Also was ist es an einem Frühstück, was einen sagen lässt, oh, so ein Riesenreptil, was mich töten könnte, was schon seit Hunderttausenden von Jahren ausgestorben ist, das peitscht mir morgens den Hunger rein. Das ist eine sehr gute Frage. Wir im Team haben mehrere Theorien, um ehrlich zu sein. Und ursprünglich das erste Café vom Chef hieß Homo Sapiens. Und da ist das Café Saurus einfach nur eine Anlehnung daran. Die inoffiziellen Gerüchte sind, der hat einfach 4 Kinder und die hatten Mitspracherecht und deshalb ist es ein Dinosaurier geworden. Wir hatten dann die Auswahl zwischen dem Einhorn-Brunch-Buffet und dem Café Saurus. Dem ist in Düsseldorf dann irgendwie zum glitzernden Einhorn oder so. Ja. Und wie ist das Klientel hier so? Weil ich meine, man sieht es hier schon, Bali Bowl, Matcha, das ist ja alles sehr hip. Für Köln geradezu extrem hip. Sind es nette Leute, die kommen? Nur nette Leute. Außer Samstagmittags halt, wenn sie eine Kamera in der Hand haben. Aber ansonsten. Nein, die Leute sind wirklich alle richtig positiv. Das Schöne ist, dass das Essen ja nicht nur verrückte Zutaten hat und Namen hat, sondern dass es auch schmeckt. Über den Kaffee haben wir eben schon gesprochen. Ja, der Kaffee ist lecker und das Essen, es ist halt wirklich gut. Also es ist nicht einfach nur Fotogut, sondern es ist vor allem gut im Mund. Genau, genau. Und dann sind die Leute glücklich und wenn die Leute glücklich sind, sind die auch angenehm irgendwie. Und dann arbeitet man ja auch ganz gerne. Ja, cool. Dann, du jetzt das Kind. Bis gleich. Ey, ich muss weiter arbeiten, glaube ich. Ich auch. Guten Appetit euch. Danke. Nein. Tschüss. Oh, das tut mir leid. Alles gut. Ist okay, wenn du gefilmt wirst? Auf jeden Fall. Kannst du die Leute grüßen? Hi, ich bin der Raffet. Ich bin der Inhaber vom Café Saurus. Schön, dass ihr da seid. Ach, du bist der Raffet. Ja, ich bin kurz hinten. Ja, ich bin das kurz weg. Wir haben so viele Fragen. Ja, ich komme sofort. Ich bin das mal weg. Gerne. Er hat so ein kleines Mützchen. Er hat so ein Mini-Beanie. Das kenne ich sonst nur von Teddy Techlebran. Finde ich super. Also muss man tragen können, aber wenn man es tragen kann, sieht es gut aus. Was würdest du sagen, ist das Erfolgsgeheimnis von Café Saurus? Was ist Erfolgsgeheimnis? Gute Frage. Ist es dein winziges Mützlein? Weil du hast so ein Mini-Beanie. Ich liebe das. Muss man tragen können. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das war ein Kompliment. Ja, auf kein jeden Diss. Fall. Nein, das ist okay. Bei mir immer schwer zu erkennen, aber es war tatsächlich ein Kompliment. Danke sehr, vielen Dank. Muss man Dinos mögen, wenn man hier arbeiten will? Sollte man. Ist nicht die Voraussetzung, aber es gehört schnell wieder zu. Klar. Also wenn jetzt zwei Kellnerinnen genau gleich gut sind, aber eine liebt Dinos und die andere hasst Dinos und ihr könnt nur eine behalten, dann ist klar, wer fliegt. Ganz klar. Ist klar, wer den Stegosaurus runtergekickt wird. Was ist eigentlich dein Lieblingsdino? Lieblingsdino? Ich bin ja ganz klassisch Team Diplodocus, lange Hals. Die ganz großen, ne? Ja, die finde ich halt cool, wie die so... Raptor mit den kleinen Händen auch witzig hängen, ne? So sehe ich aus, bevor ich den ersten Kaffee getrunken habe. Das gibt jetzt eine große Debatte, weil angeblich wahrscheinlich alle Dinos Fehler hatten, deswegen alle Jurassic Park inkorrekt. Dort zum Beispiel T-Rex. Oh mein Gott, das ist mega cute! So sah ich übrigens letzte Woche aus. Schön, dass ihr da gewesen seid. Bitte denkt daran, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und immer wieder reinklicken. Ich höre euren Podcast. Echt? Du hörst unseren Podcast, aber der läuft doch gerade gar nicht. Es geht doch erst am 20. März weiter auf allen Plattformen mit Hazel Thomas Hörerlebnis. Freust du dich? Ja, voll. Was absolut nicht fehlen darf in dieser Reihe, ist die Burgerbude Freddy Schilling. Die wurden schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal zum besten Burger Kölns gekürt. Und was ich speziell an denen mag, ist, dass sie auch glutenfreie Optionen haben. Es gibt vegetarische Patties, vegane Patties, es gibt Süßkartoffelpommes, Pommes. Aber ansonsten ist die Karte klein und schlank gehalten und es ist immer bumsvoll. Das heißt, als Tipp würde ich zu den Nebenzeiten kommen oder tatsächlich einfach was zum Mitnehmen bestellen. Und wenn es nicht zu kalt ist, könnt ihr euch irgendwo hier hinsetzen. Das ist natürlich sehr frech hier mit den Ketchup- und Senfflaschen als Beleuchtung. Das ist sowas, was eure Mutter geil findet. Das ist so flippig.
Thomas ist gerade nicht da. Ich habe ihn durch einen anderen Kameramann eingetauscht. Ich nehme dich trotzdem wieder aufs Klo. Oh, Verzeihung. Hallo. Wir drehen gerade einen Schmuddelfilm auf dem Klo. Ist klar. Ja. Muss halt bleiben, wo man guckt, wo man bleibt. Ja, okay, schade. Ciao. Warum liegt hier überall Windel? Das da war die Promo, leider auch die einzige Promo für unsere erste YouTube-Eskapade. Die Hazel Brugger und Thomas Spitzer haben eine Show. Gibt's jetzt noch zu gucken auf diesem Kanal. Schaut euch mal an. Keine Ahnung, wer das alles hier hingeklebt hat, aber es muss eine Person mit ausgezeichnetem Geschmack gewesen sein. Wir geben gerade den Leuten Tipps, was sie an Karneval Gutes zu sich nehmen können. Um die Feierlaune entweder ein bisschen abzubremsen, was den Kater angeht, oder zu steigern, was die Partylaune angeht. Meine Bestellung hier ist immer Bruno's Brenner glutenfrei. Und mein Mann bestellt immer einen Crispy Chicken mit Süßkartoffelpommes. Was würdest du sagen? Du bist der Chef, oder? Du kann man machen. Ja, hier für den Laden, ja. Das ist richtig. Ihr habt ja noch einen der Südstadt, oder? Naja, nicht ganz. Ein Türpcherviertel direkt, ne? Am Hotspot sozusagen. Ne? Ah. Direkt auf der Kipperser Straße. Und ja, da geht es dann tatsächlich richtig rund. Ne? Aber hier ist, also ich finde schon, dass es hier für meine Verhältnisse sehr rund geht immer. Jetzt vom Gast-Traffic, ja, da hast du recht. Aber so, ich meine, jetzt im Kontext Karneval, ne? Ist natürlich da bei weitem mehr. Aber du, ich komme aus der Schweiz. Für mich ist so, eine Person mit einem Hut ist schon. Boah, Karneval. Was ist denn hier? Heißt du Esser? Ist das dein Name? Korrekt. Ist das nicht ein Künstlername als Kuchen-Inhaber? Ja. Super. Ja, ich wundere mich auch. Bin ich ausgerechnet hier gelandet. Kumpel von mir hat einen Zahnarzt, der heißt Dr. Bora. Das ist so derselbe Effekt. Funny, ja. Das ist der offiziell beste Burger der Stadt. Ein gutes Gefühl, wenn so Fett, Zucker und Salzmoleküle das Gehirn langsam umnässen. Wenn sie so wie das Blut beim Flur von The Shining so in den Kopf rein. So. Und meine zwei übrigen Gehirnzellen stehen da wie diese Zwillinge. Ist doch lustig, dass man Pommes sagt. Und Pommes ist einfach Apfel auf Französisch komplett falsch ausgesprochen. Aber wir durften das auch als Kinder nicht sagen. Was durftet ihr denn sagen? Weiß nicht, Pommes frites? Oh, mein Vater ist Professor. Ich sage Pommes frites. Wieso werde ich gemobbt? Jonas, film einfach auf Thomas Gesicht, wie er sich immer weiter Mayo in die Nasenlöcher buttert. Was auch mega geil ist bei Freddy Schilling ist, man kann sich einen Gratisapfel holen. Aber nur einen pro Person. Das ist Ehrenkodex, also es wird nicht gezählt. Aber wenn du so mit einer Tüte reingehst und dann ist die so voller Äpfel, ist halt ein Arschloch. Falls ihr das auf einem Windows-Gerät schaut, this is an apple. Mmh, das gibt Kraft. Das einzige Problem, was ich mit diesem Laden habe, ist, dass ich glaube, dass ich das nicht richtig aussprechen kann. Jolaklich. Das J und das L, das sollte einfach nicht direkt aufeinander kommen. Es kann sehr gut sein, dass ihr an Karneval hier unseren Cola-Mix kaufen könnt. Wusstest du das schon? Nee, das wusste ich nicht. Wusstest du, dass Thomas und ich einen Cola-Mix haben? Nee, das wusste ich auch nicht. Ach dann. Das ist dein Glückstag. Das ist nämlich der hier. Und den gibt es ganz exklusiv an Karneval hier im Café Glücklich beim Eigelstein. Wie findest du den? Hast du ganz ehrlich? Sieht gut aus. Das Geile ist, wenn man die Box kauft, hat man hier drin auf dem Spiel ein kleines Brettspiel, was man zusammenbauen kann. Zeige ich euch nachher mal draußen, während wir auf Jonas Flat White warten. Da draußen ist einer, die mich kennt. Ich werde jetzt gegen die intergalaktisches Tic-Tac-Toe spielen. Wenn sie verliert,
bezahlt sie deinen Kaffee. Mein Freund ist dein heimlicher Verehrer. Und der freut sich mehr. Der freut sich, wenn ich ihm erzähle, dass ich dich mal in echt gesehen habe. Sag ihm, die ist aber eigentlich voll hässlich. Hör auf, die gut zu finden. Oh, eh. Super! Ich hol dir deinen Polarax. Ah, wie ist dein erster Arbeitstag, Nadja? Mein erster Arbeitstag läuft sehr gut. Ich habe bisher nicht viel gemacht, außer gegessen und Tasche getragen. Wie kamst du eigentlich zu uns? So viel Spaß geben. Wie ist deine Origin Story? Insta DMs. Ich bin schon mal aus Insta DMs geslided. Nee, aber ich habe euch eine Frage gestellt zu eurem Podcast. Ich weiß gar nicht, was ich gefragt hatte. Hast du mich nicht ganz förmlich, also so wie man es halt macht, mir eine Mail geschrieben? Nein. Nein? Nein. Okay. Ich habe dich durch Instagram angeschrieben und hast gesagt, mach doch Praktikum bei uns. Und dann ist okay. Und dann hast du gemeint, okay, hast du nächste Woche Zeit? Und dann, okay. Dann bin ich vorbeigekommen. So mega jetzt bin ich hier. Mega unseriös. Ja, ich habe schon gemeint, mein Bewerbungsgespräch lief ja auch ganz anders ab. Ja. Die Siegerin. Wie heißt du? Josse. Josse? Ja. Josse kriegt einen Cola-Mix. Wie heißt die Verliererin? Ewe. Ewe? Ja. Ja, gut. Dann ich meine, das auch schon an. Ich wollte es nicht sagen, aber Josse. Das ist ein Siegername. Hey, schön. Macht's gut. Sag deinem Freund liebe Grüße. Und er soll nicht andere Frauen gut finden außer dich. Du bist doch viel besser als ich. Also in Tic-Tac-Toe bist du voll scheiße, aber egal. Wir überqueren jetzt den Ebertplatz und der ist zu Recht ein Platz mit einem sehr schlechten Ruf. Also ich versuche das hier nachts immer zu vermeiden und tagsüber auch. Es gibt eigentlich keine Tageszeit, zu der man sagt, jetzt zum Ebertplatz. Außer wenn hier Konzerte sind oder Schlittschuh gelaufen wird, dann ist eigentlich ganz nett. Ich hole jetzt noch was zum Mitnehmen, weil für mich ist das die perfekte Abrundung einer Feier, wenn man nicht kochen muss, aber trotzdem zu Hause sein kann. Und da gibt es meiner Meinung nach in Köln nur einen perfekten Ort hier in der Nähe. Ich bin hier unten, aber das Reispapier, das Restaurant, wo ich hin will, ist da oben. Auf zum Reispapier! Hier sind wir beim Reispapier, ein vietnamesisches Restaurant. Ich wollte gerade sagen Streetfood-Restaurant, aber das stimmt einfach überhaupt nicht. Und ich bestelle hier immer so eine entweder Tofu-Chicken oder Beef Bowl. Das sind so kleine Reisnüdelchen mit Salat und einer Proteinbeilage. Und das ist einfach richtig geil. Wir drehen gerade ein Video über den perfekten Tag, den man hier im Eigelsteinviertel verbringen kann, auch kulinarisch. Und für mich gehört das Reispapier absolut dazu. Euch gibt es ja noch nicht so wahnsinnig lange, oder? So seit 2 Jahren, oder? Ja, genau, seit Ende 2020. Also genau 15. Dezember 2020. Oh, habt ihr eine Party gehabt hier? Damals dürfen wir nicht. Dürft ihr nicht, ja. Ja, damals, dass wir so eigentlich die Laden dürfen damals gar nicht aufmachen für die Gäste, sondern einfach nur für To-Go-Geschäfte. Ja. Was hat euch denn 2020 dazu bewegt, ein Restaurant aufzumachen? Das muss ja mega mutig gewesen sein, oder? Ja. Volle Kanne Pandemie und ihr. Aber ehrlich gesagt, das haben wir. Also die Pandemie ist so zu uns gekommen, total überrascht. Das ist irgendwie auch, dieser Ding ist für alle. Das beruhigt mich, weil es ist bei allen so. Bei allen so, ne? Und wir haben schon lange geplant. Und wir haben das Land eigentlich schon wirklich so ein halbes Jahr vorher schon übernommen und das alles vorbereitet. Was war hier vorher drin? Naan, kennst du? Ja, Naan. Und genau. Vor Naan war, glaube ich, die Nudelmafia. Genau, die war wirklich ganz, ganz lang hier und auch ganz berühmt. Ja, die war auch total lecker. Da hat mein Mann immer 7 Jahre lang. Ja, da hat mein Mann immer Nudeln gegessen. Genau, sie war auch richtig. Und dann waren wir eigentlich total traurig, dass das weg war. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, bin ich total froh, dass es das Papier hier ist. Ja. Dankeschön. Ja, also genau, also zu dem Zeitpunkt dann
Also wir haben gedacht, wir sehen diese Pandemie nicht als so ein Unglück für uns, ja, sondern wirklich eine Herausforderung, dass wir einfach weitermachen, was wir schon geplant haben. Das war echt schwierig, muss ich sagen. Aber irgendwie haben wir auch wirklich direkt von Anfang an auch ganz viel Unterstützung von den Gästen hier in der Umgebung. Ihr seid drei Geschwister, die diesen Laden hier führen. Ja. Ich habe zwei Fragen. Erstens, habt ihr noch mehr Geschwister? Also habt ihr noch irgendeine Schwester oder einen Bruder, die nicht mitmacht? Nein, wir sind zu dritt. Ja, genau. Und gibt es manchmal Streit? Weil wenn ich mir vorstelle, mit meinen zwei Brüdern ein Restaurant zu führen, das wäre ein absolutes Desaster. Ja. Also das mit, ja, ja, es gibt, also... Oh, Cedric, ja, dein Bruder lacht total. Er denkt, wer ist, sie, die den Streit anfängt? Es ist abhängig. Ab und zu bin ich, ab und zu ist meine zweite Schwester. Ja. Die ist nicht die meisten, aber das so oft. Sie wird streiten. Es ist doch klar, das ist bei jeder Arbeit so. Ja, ja, ja. Reispapier hat 2020 eröffnet, im Dezember. Das heißt, so ein richtiges Kölner Karneval habt ihr noch nicht erlebt. Richtig. Also in diesem Jahr noch ein bisschen davon mitbekommen. Im ersten Jahr überhaupt nicht. Ja, so dieses, genau, Sitzungskarneval habt ihr jetzt so ein bisschen mitgekriegt. Aber jetzt, wenn es richtig losgeht, nee, das seid ihr bereit für das? Dieses, ja, warum Spektakel? Nicht? Warum nicht? Also ich finde, das ist nicht irgendwie, dass sie was wirklich so wie, wie kann ich sagen, ich weiß nicht, wie, sag mal auf Deutsch, aber... Sag's einfach auf Vietnamesisch, ich verstehe den Vibe. Ja, Laksa. Also, klar, Laksa. 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 Von Köln, das ist ja so wie Spezialität. Ach so, so was Lokales, so eine Eigenheit. Eigenheit, wenn man an Köln denkt, dann auch Karneval, ja, so ist das. Und, der Sinn und Zweck dieses Videos ist, dass die Leute an Köln denken und dann sagen, Köln, Reispapier. Wow. Danke fürs Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Macht's gut. Wenn ihr nochmal ein Video sehen wollt, dann klickt hier. Viel Spaß.